Waldbrände in Sibirien, eine ökologische und auch menschliche Herausforderung. Ich befinde mich hier in Jakutien, wir gehen jetzt auf Tour, aber warum bin ich hierher gefahren? Ich hatte ein paar politische Gespräche im Auftrag der Bundestagsfraktion unserer Partei und natürlich auch als Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe und habe erfahren, dass große Teile in Sibirien von den Waldbränden betroffen sind und dass vor allen Dingen Trockengewitter, die hier nicht üblich sind, dazu geführt haben, dass wir hier erhebliche Probleme haben und natürlich Mensch, Tier und vor allen Dingen auch Waldbestände bedroht sind. Was haben Hochwasser in Deutschland mit Sibirien zu tun? Und warum gerade jetzt Deutschland eine intensivere Zusammenarbeit mit Russland anstreben sollte? Alle erinnern sich noch an die dramatischen Bilder des Hochwassers vor einigen Wochen bei uns in Deutschland. Ich, wir alle waren schockiert und halfen, wo es ging. Viele Politiker betonten, dass nun neben der Ad-hoc-Hilfe auch strategisch etwas getan werden muss. Da reicht es eben nicht, wenn man behauptet, ein paar Windräder würden da schon helfen. Warum diese nicht helfen, zeigt ein Blick nach Sibirien. Hier toben seit Wochen dramatische Waldbrände, wie auch in anderen Teilen der Welt. Bei einem Termin mit russischen Aktivisten in Moskau wurde auf die dramatische Lage in Sibirien hingewiesen. 5 Millionen Hektar sind dort von der ökologischen Katastrophe globalen Ausmaßes betroffen. In Jakutien seien bereits ein Drittel der Waldbestände vernichtet. Die riesigen Wälder Sibiriens sind unter anderem auch wichtige globale Wasserspeicher und es könnte bei deren auch temporären Zusammenbrechen vermutlich mit weiteren globalen Hochwasserkatastrophen, wie eben auch kürzlich in Deutschland, zu rechnen sein. Deshalb packte ich kurzerhand meinen Rucksack und flog nach den Gesprächen in Moskau bereits am Abend in die Krisenregion. Bereits beim Flug mussten wir wegen Rauch längere Zeit zwischenlanden und in Jakutien lag der Geruch von verbranntem Holz überall in der Luft und auch in den Innenräumen. Auf der Straße konnte man kaum atmen und musste ständig husten. Eine einzige Zumutung. Kurzerhand bin ich nach Jakutien geflogen und habe mir hier ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Es sind einige Dörfer betroffen, bereits am Anfang des Monats komplett abgebrannt. Hier sehen wir, so sieht es normalerweise aus, schöne Natur. Und wir werden dann sehen, wie es nach so einem Waldbrand aussieht und was das für die Menschen und für die Natur bedeutet. Also wir finden uns jetzt hier in Jakutia, das ist das Dorf Ambadach oder man muss sagen, war das Dorf, es sieht einfach schrecklich aus, viele haben ihre Häuser verloren, wir sehen hier im Hintergrund überall die Folgen dieses Feuers, viele Dörfer sind hier in Jakutien betroffen, 30% der Fläche ist mittlerweile von diesen Waldbränden bedroht, zum Glück hat es etwas geregnet, aber für viele Menschen kam der Regen jetzt zu spät. Ist noch ein Kinderspielplatz, hier hinten stand mal ein Haus. Alle sind hier evakuiert, ob sie wieder zurückkommen werden, das steht noch in den Sternen. Mit 13 Metern pro Sekunde kam der Wind genau aus dieser Richtung und fegte über das Dorf. Es war kaum Zeit, die Menschen zu evakuieren. Ein bisschen Kinderspielplatz und ein Haus ist übrig geblieben. Es sind schreckliche Szenen, schreckliche Situationen für diese Menschen hier. Wir müssen versuchen, diese Probleme global zu lösen. Es sind nicht nur einfach klimatische Probleme, es sind auch vor allen Dingen erhebliche ökologische Probleme, die hier entstehen. Hier war das Dorf Beskol. 31 Häuser standen hier. Wir sehen einfach nichts mehr. Vieles ist schon weggeräumt. Es ist für die Menschen eine einzige Katastrophe. Hier hinten sehen wir qualmt es noch. Die Luft riecht noch nach Rauch. Wir sehen auch noch einige Stellen.
Hier im Ort steht nur noch ein einziges Haus. Der Guide sagt mir, das ist das Haus des Schamanen. Wenn wir hier rundherum schauen, kein anderes Haus ist übrig geblieben. In Anbetracht der Lage hier appelliere ich als Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe dringend an Sie, Frau Bundeskanzlerin. Gehen Sie bitte ohne die üblichen Vorhaltungen in das Gespräch mit Wladimir Putin, sondern setzen Sie sich ein für einen pragmatischen und konstruktiven Dialog, der die wirklich wichtigen Dinge dieser Zeit anspricht. Wie? Erstens gemeinsam Zusammenhalt in den ökologischen Fragen und zweitens Energiesicherheit. Das, meine Damen und Herren, sind wir den Menschen beider Länder schuldig. Musik